Alle gut durchgefroren? Nee. Wir sind immer noch bei der JA Dresden-Demo. Offene Grenzen sind tödlich. Unsere nächste Rednerin ist auch gleich bereit. Festung Europa, mach die Grenzen dicht! 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 Wenn wir so schön rufen, dann kann ich mir auch eine Sache nicht nehmen lassen, muss ich sagen. Vielleicht grüßen wir einfach mal hier aus Dresden den Martin Schulz. Ruf doch mal Martin! So, jetzt unsere nächste Rednerin, die Martina Joost, frisch in den AfD-Landesvorstand gewählt. Wir finden das ganz wichtig, das haben wir in Kandel gesehen, das haben wir in Cottbus gesehen, dass auch Frauen mal die Stimme erheben. Leg los, Martina! Alles klar. Vielen Dank, André. So, geht's jetzt? Ja. Liebe Mitstreiter, liebe Sachsen, liebe Dresden und alle... Also, ich versuch's mal noch lauter. Liebe Mitstreiter, liebe Sachsen, Dresden und alle Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, heute und hier zu stehen. Mein Name ist Martina Joost, den habe ich noch nie so geschrien. Und ich bin seit letztem Sonntag Mitglied des Landesvorstandes der AfD Sachsen. Vielen Dank der Jungen Alternative für die Einladung. Aber wir stehen heute hier aus einem traurigen Anlass. Ein Angriff am Hauptbahnhof hat sich ereignet. Mal wieder. Wie schon an Silvester, als Jugendliche, die feiern wollten, angegriffen und verletzt wurden. Man mag es gar nicht mehr zählen, eine Welle der Gewalt zieht durch das Land. Besonders Frauen und Mädchen sind bedroht, weil die Regierung junge Männer ins Land holt, deren Sozialisation sie unfähig macht, freie und selbstbewusste Frauen zu ertragen. Es ist das Privileg der Jugend. Euer Privileg hier, meine lieben Jungen, politisch aufzubegehren. Ihr habt euer Leben vor euch und seid nicht bereit, euch mit den Entwicklungen der Gegenwart in Deutschland abzufinden. Euer Mut tut gut. Ich habe ehrlich gesagt große Angst. Wir Menschen in der Alternative für Deutschland sind Anfeindungen und Angriffen ausgesetzt, genau wie ihr, die ihr heute demonstriert. Dennoch habe ich mich über die Einladung der Jungen Alternative gefreut, heute und genau hier zu sprechen. Halt die Schnauze! Ich bin nicht sauber! Wir streiten gegen eine Regierung, die die ganze Welt retten will, aber doch nur Deutschland zerstört. Wir tun es politisch, in den sozialen Medien, im Freundeskreis. Aber das ist nur eine Form des Widerstands. Eine andere sind Demonstrationen, so wie heute hier und an den Montagen mit bei Pegida. Ich möchte euch ermutigen, weiter unseren Protest auf die Straße zu bringen. Und wir von der AfD werden euch immer unterstützen. Die große Koalition der Wortbrecher. AfD! 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 Die große Koalition der Wortbrecher und Gesetzesmissachter wird weiter so regieren. Und Herr Seehofer glaubt, wenn er das Wort Heimat an den Namen seines Ministeriums heftet, dann ist die Spaltung unserer Gesellschaft erledigt. Ich frage mich, wo sind wir hingekommen? Man entdeckt das Wort Heimat. Muss uns einer erklären?
muss uns einer erklären, was unsere Heimat, Sprache und Identität ist. Liebe Freunde, wir sind das Volk, aber wir sind vor allem ein Volk. Wir sind ein Volk, weil wir in unserem Leben ähnliche Erfahrungen gemacht haben, weil unsere Eltern gemeinsame Erfahrungen gemacht haben und unsere Großeltern ebenso. Weil wir mit denselben Märchen eingeschlafen, denselben Liedern groß geworden sind und den gleichen Geschichten und Werten sozialisiert wurden. Diese Gemeinschaft fürchten die sogenannten Eliten in Politik und Medien. Aktuell machen wir schlechte Erfahrungen. Aber auch diese Erfahrungen, meine lieben jungen Freunde, die werden uns einen und beinhalten schon den Keim eines neuen Aufbruchs. Und wie immer sind es die Jungen, die diesen heute so wichtigen Gedanken der Identität tragen. Wir lassen uns nicht länger in die rechte Ecke stellen. Und überall gibt es mutige Menschen auf den Straßen, in Dresden, in Cottbus, in Kandel und an vielen Orten in Deutschland. Und es werden immer mehr, die täglich mit geradem Rücken durch ihr Leben gehen und ihre Meinung sich nicht verbieten lassen. Liebe Freunde, wir haben große Aufgaben vor uns. Die GroKo geht weiter. Aber in Sachsen können wir etwas ändern. 2019 sind in Sachsen Kommunal- und Landtagswahlen. Jetzt ist die Zeit gekommen, unseren Protest in die Parlamente zu tragen. Ich ermutige und fordere euch auf, lasst euch als Kandidaten für die Kommunalwahl aufstellen. Macht mit. Wir von der AfD, von der Alternative für Deutschland, unterstützen euch. Wir müssen in jeden Ortsbeirat, in jeden Gemeinderat, in die Stadträte, in ganz Sachsen. Und dann können wir mitbestimmen, was in unseren Kommunen passiert. Gemeinsam können wir etwas verändern. Das, was in unseren Städten geschehen wird. Gemeinsam haben wir das Richtige zu sagen, wenn es um Sicherheit geht und um die Familie und um die Schulen. Und liebe Männer, bringt eure Frauen mit. Die können zu diesen Themen alle genau das Richtige sagen. Vor genau einer Woche hätte ich genau wie ihr hier unten alle auf dem Platz gestanden und wäre eine unter vielen Protestierenden gewesen. Heute stehe ich hier und kann nur jeden ermutigen, sich einzumischen und mitzumachen. Wir sind Menschen aus allen Berufen, aus allen sozialen Umfeldern. Und wie schon die New York Times kürzlich titelte, was vereinen einen Minenarbeiter, eine Prinzessin und einen Anwalt? Wir sind Mitglied in der AfD. Ich sage, das sind aufrechte Menschen, die ihr demokratisches Recht auf Meinungsfreiheit wahrnehmen. Genau wie die Jungen es tun und wir müssen sie dabei unterstützen. Ich sage Mut zur Wahrheit. Vielen Dank allen. Dankeschön, Martina. So, das war die Martina Joost, unsere Frau im Landesvorstand. Und jetzt möchte ich auch noch ein paar Worte sagen. Schönen guten Tag erstmal nochmal. Ich werde mich jetzt mal erstmal richtig vorstellen. Versteht man mich da hinten? Ja. Gut. Jetzt so. Nachname Ufer, Vorname André, 27 Jahre alt, neuer Vorsitzender der JA Dresden, nachdem der Matthias Scholz hier neben mir die JA Sachsen übernommen hat. Und ich habe das heute hier angemeldet. Liebe Freunde, ich lebe erst seit kurzem in Dresden. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, aus Mülheim an der Ruhr, das liegt zwischen Essen und Duisburg. Ich habe hier in Dresden eine wunderbare Frau kennengelernt, bin seit 2 Jahren regelmäßig hier gewesen und jetzt nach der Bundestagswahl konnte ich endlich alle Aufgaben in Nordrhein-Westfalen abgeben und den Umzug in die Hauptstadt des Widerstands machen und ich sage euch, ich fühle mich pudelwohl.
Wir haben einen kleinen, ja im sehr kleinen patriotischen Freundeskreis von jungen Menschen dort drüben schon vor 2 Jahren gesagt, in den nächsten 5 Jahren wollen wir in den Osten. Und warum haben wir das gesagt? Weil es im Ruhrgebiet, das werdet ihr wissen, nicht mehr auszuhalten ist. Als AfD-Vorsitzender habe ich dort die Aufnahmegespräche gemacht und es war noch kurz vor der Bundestagswahl, da kam ein Mann zu mir, der mir erzählte, dass sein Sohn fast von der Grundschule geflogen wäre. Der Sohn hätte einen Türken geschlagen. Was war vorgefallen? Ein kleines Mädchen, nochmal, wir sprechen hier von Grundschule, aß in der Pause ein Wurstbrot. Da kamen 3 türkische Jungs, schlugen ihr das Wurstbrot aus der Hand auf den Boden, begannen sie zu Boden zu drücken und schrien, wenn du Schweinefleisch isst, dann iss auch wie ein Schwein vom Boden. Kommen wir zu den Fakten. Eine Anfrage der AfD, wie kann es auch anders sein? In NRW hat ergeben, dass es in Nordrhein-Westfalen 260 Grundschulen gibt, an denen der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund über 75% liegt. An fast 1000 Grundschulen in NRW liegt er über 50%. Da müssen sich inzwischen die Deutschen in eine muslimische Mehrheit integrieren. Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen konnte ich in Mühlheim an der Ruhr gegen eine gewisse Hannelore Kraft antreten. Übrigens eine zutiefst cholerische, wirklich freche Frau. Ein paar Jungs hier aus Dresden haben mich im Wahlkampf in Mühlheim besucht und natürlich konnte ich es mir nicht nehmen lassen, mit den Jungs nach Duisburg-Marxloh zu fahren. Wir waren gegen 12 Uhr mittags dort. Alles andere wäre zu unsicher geworden. Um 12 schlafen die meisten dann noch. Dort gibt es eigentlich nur 3 Arten von Läden. Brautmodengeschäfte, Dönerläden und Wettbüros. Und obwohl es erst 12 Uhr war, haben 15 Minuten gereicht. Nach der kurzen Zeit sagte einer der Jungs hier aus Dresden zu mir, André, können wir mal langsam zurück zum Auto? Ja, tatsächlich. Wir waren die einzigen Deutschen dort. Und so gibt es bei uns inzwischen viele, ja wirklich viele, viele Stadtteile, die fest in muslimischer Hand sind. Und da könnt ihr euch vorstellen, was Dresden für mich für ein Paradies ist. Bei den Patrioten im Westen ist Dresden leuchtendes Vorbild. Wir alle blicken begeistert auf das, was ihr und was Pegida hier erreicht hat. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich beim Sigi Davids und bei seinen Jungs bedanken. Was ich als erstes festgestellt habe hier ist, dass die Menschen im Osten irgendwie bodenständiger sind. Außerdem scheint man hier ein besseres Gespür für politische Entwicklungen zu haben. Der Westen befindet sich in einem absoluten Tiefschlaf und man kann da von einer Dekadenz, vor allem von einer moralischen Dekadenz sprechen. Man hat von nichts eine Ahnung, hält sich aber für was Besseres. Ja, das sage ich als Ex-Wessi sogar. Ja? Tief im Herzen, davon bin ich allerdings überzeugt, spüren die aber auch, dass hier gewaltig was falsch läuft. Aber keiner macht den Mund auf. Man will sein Image nicht riskieren, man macht, wenn überhaupt, heimlich sein Kreuz bei der AfD. Und dann gibt es natürlich auch noch die, die es nie verstehen werden, bei denen die jahrzehntelange BRD-Gehirnwäsche abgeschlossen ist. Als ich nach der Bundestagswahl mit dem Zug mal wieder nach Dresden fuhr, unterhielten sich 2 Frauen. Kurz vorm Umstieg in Hannover, um die Tür hatte sich eine Menschentraube gebildet, sodass das viele mitbekamen. Die Frau erzählte, sie hätte noch einen Gutschein für Dresden gehabt. Aber sie hätte lange überlegt, ob sie da wirklich hinfahren sollte, denn da hätten ja so viele die AfD gewählt. Ich sagte, was haben Sie gesagt? Und sie wiederholte es. Und dann habe ich die vor allem da angeblafft, habe ihr gesagt, dann bleiben Sie doch zu Hause und erfreuen Sie sich an einem islamischen Land in 10 Jahren. Ihr könnt euch das vorstellen, natürlich Totenstille im Zug, betretenes Schweigen.
und eine andere Frau guckt mich an. In ihrem Gesicht arbeitet es richtig. Ihre Augen fangen schon an zu glitzern und es platzt irgendwann aus ihr raus. Ich komme aus Gelsenkirchen und ich halte es da nicht mehr aus. Tja, liebe Freunde, so sieht es aus im Westen. Tägliche Schreckensmeldungen aus vollkommen überfremdeten Stadtteilen. Ich habe die AfD dort mitgegründet, bin also seit 2013 dabei und habe trotzdem meine Heimat verloren. Das kann ich nicht anders sagen. Und das Ruhrgebiet war eigentlich mal eine Region mit einer großen identitären Kraft. Nun bin ich also in Dresden und ich würde euch gern nochmal sagen, wie toll ich es hier finde, aber ich muss sagen, hier geht genau die gleiche Scheiße los, die ich da drüben erlebt habe. Warum habe ich diese Demo heute für die junge Alternative angemeldet? Widerstand! 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 Warum habe ich das heute hier angemeldet? Ich sage nur, Prager Straße, Wiener Platz, Hauptbahnhof, neuerdings auch Postplatz. Und wenn ich in der Altmarktgalerie bin, ich gehe mit wachem Auge hier durch Dresden, ich habe das alles schon mal erlebt. Ich kann euch die Typen zeigen, wir können gleich rübergehen. 25 bis 30, offiziell dann wahrscheinlich 14, finsterstes Gesicht, schwarze, fettige Haare und die sprechen da hier in Dresden in der Altmarktgalerie systematisch wirklich jedes Mädchen an. Und was für Mädchen sprechen Sie da an? Junge Frauen? Das trauen Sie sich hier in Dresden anscheinend noch nicht. Nein, Sie sprechen die 13- bis 16-Jährigen an. Alle fragen Sie nach Ihrer Handynummer. Ich habe es mehrfach beobachtet. Abschieben! 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 Eigentlich könnten wir ständig demonstrieren, wenn wir auf die allgemeine Lage blicken. Konkreter Anlass für uns, wurde heute schon mehrmals gesagt, war hier doch der Vorfall vom letzten Samstag. Ich muss es nicht mehr wiederholen, ich möchte nur auch nochmal sagen, die 15-jährige Enkelin, die dem Täter, der auf ihre Oma eingetreten hat, da hinterher rennt. Respekt, Respekt, was für ein mutiges Mädchen. Und gestern dann die nächste Schreckensmeldung. Ein angeblich 17-jähriger Iraker hat in Dresden-Gorbitz eine 14-Jährige vergewaltigt. Übrigens stand in den Zeitungen, das fand ich ganz interessant, in seiner Wohnung. Wieso hat ein 17-jähriger Iraker hier eine Wohnung? Wir sehen also, es sind die Jungen und die Alten, die zuerst Opfer werden. Opfer einer Politik, die sich die Auflösung des deutschen Volkes und Nationalstaats zugunsten eines europäischen Superstaats zum Ziel gesetzt hat. Eine Politik, die Maria aus Freiburg, die Mia aus Kandel oder die Toten des Breitscheidplatzes in Berlin auf dem Gewissen hat. Wir als junge Alternative wollen diesen Opfern heute eine Stimme geben. Wir werden nicht schweigen, wir machen den Mund auf. Schweigen, meine Freunde, schweigen tut unser neuer Ministerpräsident Kretschmer von der Merkel-Partei. Natürlich sagen auch wir nicht, dass jeder Ausländer ein Krimineller ist. Aber schauen wir in die Kriminalstatistik. 2016 war jeder dritte Tatverdächtige in Sachsen ein Ausländer. Der Bevölkerungsanteil der Ausländer in Sachsen, das wissen wir, ist wesentlich geringer. Ganz objektiv könnte man also feststellen, da haben wir ein großes Problem. Und was macht die CDU? Sie will weiterhin 180.000 bis 220.000 Muslime in unser Land holen. Und das jedes Mal. Was für Volksverräter! Liebe Freunde, ihr kennt nun meine Geschichte. Und vielleicht könnt ihr nachvollziehen, wie es in mir brennt. Ich werde alles dafür tun, dass mir nicht zum zweiten Mal die Heimat genommen wird. Ich bin hier nach Dresden gekommen, um den Widerstand mitzuorganisieren. Ich will hier den Widerstand mitorganisieren. Das tue ich heute. Das werde ich in den nächsten Jahren tun. Das werde ich tun, bis die AfD hier regiert. Und dann, liebe Freunde, dann wird hier aufgeräumt.
braucht. Ich verspreche euch, die Zeiten ändern sich hier jetzt. Die Jugend der AfD wird jetzt Gas geben. Gerade wir jungen Menschen werden diese Politik der CDU in den nächsten Jahrzehnten ertragen müssen. Und wir werden alles dafür tun, unser deutsches Vaterland zu erhalten. Dafür brauchen wir euch. Leider sind heute wieder nur einige wenige junge Leute hier. Das wollen wir bei den nächsten Malen. Und die nächsten Male wird es geben, das verspreche ich euch, noch ausbauen. Wenn ihr hier steht und unter 35 seid, oder wenn ihr Kinder und Enkel habt, die unbedingt hier bei uns anfangen müssen, dann kommt gleich zu mir ans Lutherdenkmal. Ich bleibe noch eine Weile hier. Wir haben viel vor, es gibt viele Aufgaben. Wir bauen hier richtig was auf. Ich danke euch. Super! So, und zum Abschluss jetzt als Highlight unser frisch gewählter neuer Landesvorsitzender bei der AfD, Jörg Urban. Hallo Dresden. Hallo Dresden, liebe Freunde, liebe mutige Bürgerinnen und Bürger. Zwei Jahre ist es her, dass die AfD-Fraktion hier im Stadtrat der Stadt Dresden in der Aktuellen Stunde auf die verheerende und desaströse Entwicklung am Wiener Platz aufmerksam gemacht hat. Vor zwei Jahren hieß es dazu von den anderen Parteien, ja, man müsste grundsätzlich schon etwas machen am Wiener Platz, er muss irgendwie wieder sicherer werden, aber die Flüchtlinge dürfen dabei nicht instrumentalisiert werden. Der linke Fraktionsvorsitzende André Scholbach verstieg sich in dieser Diskussion zum Wiener Platz sogar so weit zu sagen, ich zitiere, die zunehmende Häufigkeit von rechtsmotivierten Straftaten beeinträchtigt das Sicherheitsgefühl von immer mehr Menschen in unserer Stadt. André Scholbach zum Wiener Platz. Seit mehr als zwei Jahren ist der Wiener Platz mehr und mehr zum Drogen- und Kriminalitätsschwerpunkt in Dresden geworden. In einem Interview mit den Dresdner Neuesten Nachrichten bewertet der Polizeisprecher die Lage aktuell als relativ stabil und damit positiv. So kann man sich die Welt schönreden. Ich rufe in Erinnerung, Ende 2017 wurde ein Jugendlicher von einer Gruppe Migranten mit einem Messer schwer verletzt, lebensgefährlich verletzt, nachdem diese Gruppe ihn verfolgt und angepöbelt hatte. Und gerade letzte Woche wurde am Wiener Platz eine Rentnerin und ihre Enkelin wurden Opfer eines schweren Raubüberfalls. Beide wurden verletzt. Das ist aber nur die Spitze des Eisberges. Googeln Sie doch einfach mal allein nach den Fällen von schweren Körperverletzungen, die rund um den Wiener Platz im letzten Jahr geschehen sind. Oder insgesamt die Fälle von schwerer Gewaltkriminalität, von Massenschlägereien, von räuberischer Erpressung, von Messerangriffen. Ihnen kann dabei Angst und Bange werden. Und wer noch ein Fünkchen gesunden Menschenverstand besitzt, der muss jetzt auf die Straße gehen. Gegen eine Politik des Wegschauens und Vertuschens, gegen eine Politik, die zugelassen hat, dass solche Verhältnisse in unserer Stadt sich etablieren konnten. Wir als Bürger dürfen uns diese Entwicklung nicht gefallen lassen. Innerhalb eines Jahres von 2015 zu 2016 stieg die Gewaltkriminalität in Dresden um 15% auf 1410 Gewaltstraftaten. Dabei lag der Ausländeranteil bei knapp 37%. Bei nur 7% Ausländern in Dresden. Besonders alarmierend, der Anteil der Zuwanderer an der Ausländerkriminalität lag 2016 bei 55%. In dieser Gruppe der sogenannten Zuwanderer stieg die Kriminalität um 37% bei Vermögens- und Fälschungsdelikten, um 67% bei Roheitsdelikten oder Straftaten gegen die persönliche Freiheit und um 142% bei Delikten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, also bei Vergewaltigungen und sexuellen Nötigungen.
Trotzdem hat die Stadtverwaltung auf unsere mündliche Anfrage während der letzten Stadtratssitzung schon einmal bekannt gegeben, dass sich die Situation am Wiener Platz nicht verschlimmert hat. Ja, toll, habe ich auch gedacht. Das ist völlig unbefriedigend. Ich will, dass der Wiener Platz frei von gewalttätigen Übergriffen ist. Keine Messerangriffe auf Jugendliche und keine Raubüberfälle auf wehrlose Rentnerinnen. Und keine Drogen. Und natürlich auch keine Drogen mehr. Besonderer Hohn gegenüber den Opfern ist es, wenn der Polizeisprecher Thomas Geithner im DNN-Interview sagt, ich zitiere, ich kann verstehen, dass manche Passanten die Situation am Wiener Platz als unangenehm empfinden. Aber um seine Sicherheit muss niemand fürchten. Herr Geithner macht sich hier zum Sprachrohr einer völlig unverantwortlichen Politik. Zu wenig Polizei, zu wenig Stellen beim gemeindlichen Vollzugsdienst. Offene Grenzen, bei denen jeder hereinkommen kann und die Behörden keine Ahnung haben, wer da eigentlich kommt. Und die Unfähigkeit zur Abschiebung von Straftätern. Zu all diesen Defiziten hat die AfD in den Parlamenten Lösungsvorschläge gemacht. Alle unsere Lösungsvorschläge wurden abgelehnt, ausdrücklich auch von der CDU. Dafür plakatierte die CDU im Wahlkampf den Slogan, für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Die CDU ist Regierungspartei im Bund und im Freistaat Sachsen. Wir alle wissen, im Bereich der inneren Sicherheit, im Bereich der Kriminalität und insbesondere bei der dramatischen Entwicklung der Ausländerkriminalität haben diese CDU-Regierungen versagt. Die Grenzöffnung 2050 durch die Bundesregierung war der Startschuss zur illegalen Masseneinwanderung nach Deutschland. Und die sächsische CDU hat mit ihrer Polizeireform 2020 dafür gesorgt, dass die Polizei kaputt gespart wurde und dass heute die Polizei nicht mehr in der Lage ist, die Bürger ausreichend zu schützen. Nun aber, durch die Ergebnisse der Bundestagswahl munter geworden, kommt der neue sächsische Ministerpräsident Kretschmer mit der platten Parole mehr Polizei um die Ecke. Das alleine genügt aber nicht. Wir brauchen ein grundsätzliches Umdenken. Wir brauchen keine Relativierungen mehr, keine Beschönigungen und keine Vertuschungen. Wir brauchen klare politische Ansagen, wie die Zukunft unseres Landes aussehen soll. Wir alle hier können, dürfen und müssen sagen, wir wollen keine Masseneinwanderung. Wir wollen keine Multikulti-Parallelgesellschaften. Wir wollen keine Verhältnisse wie in Berlin, wie in Nordrhein-Westfalen oder wie anderswo im Westen. Und wir wollen, dass endlich das geltende Recht durchgesetzt wird. Die CDU-Regierungen fordern wir auf, kontrolliert endlich unsere Staatsgrenzen. Gebt den Gerichten und den Justizvollzugsanstalten endlich ausreichend Personal und führt endlich ernsthaft Abschiebungen durch und schickt eure Obermutti Merkel endlich in die Wüste. Merkel muss weg! 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 Ich fürchte nur, dass der CDU wieder einmal dazu der Mut fehlen wird. Herr Kretschmer und seine Kollegen werden auch weiterhin die Lage beschönigen. Wie beim ersten Bürgerdialog in Aue, wo Herr Kretschmer sich nicht entblödete, zu behaupten, die Grenzen wären geschlossen und die Flüchtlingskrise wäre vorbei. Das ist nicht die Wahrheit. Das zeigen auch die derzeitigen Debatten in Brüssel und auch der Koalitionsvertrag. Das neue Schlüsselwort in Brüssel heißt jetzt Ankerpersonen. Die EU will zukünftig alle Flüchtlinge und alle Armutsmigranten in jene Länder weiterreichen, wo schon sogenannte Ankerpersonen leben. Dorthin, wo der betreffende Flüchtling schon Familienmitglieder oder Bekannte hat. Jeder kann sich ausmalen, was das für Deutschland bedeutet. Die Masseneinwanderung nach Deutschland wird sich verstärken.
Die meisten Ankerpersonen sind nämlich schon hier. Ja. Herr Altmaier von der CDU. Oh. Herr Altmaier von der CDU hat diesen Plan. Herr Altmaier von der CDU hat diesem Plan vor kurzem in Brüssel zugestimmt. Haben Sie dazu aus den Reihen der CDU den geringsten Aufschrei gehört? Ich auch nicht. Der zwischen den großen Wahlverlierern CDU und SPD ausgehandelte Koalitionsvertrag sieht eine weitere Zuwanderung von 200 sogenannten Flüchtlingen pro Jahr vor. Hui! Hui! 1 Million Goldstücke in 5 Jahren, 2 Millionen in 10 Jahren und der überwiegende Teil davon wird dauerhaft auf Sozialhilfe angewiesen sein, wenn die Prognosen der Ministerin Nahles stimmen. Aber vielleicht ist Frau Nahles inzwischen ja auch schon eine Rassistin und Hetzerin. 200.000 zusätzliche Migranten pro Jahr. Das Wort Obergrenze findet man nicht mehr im Koalitionsvertrag. Tolle Leistung, Herr Seehofer. Denn mit offenen Grenzen und kosmetischen Abschiebungen bleibt die Zahl der illegalen Einwanderer nämlich völlig spekulativ. Unsere europäischen Nachbarn, Dänemark, Österreich, auch England, beginnen mehr und mehr ihre Länder und ihre Bürger zu schützen. Durch Grenzkontrollen, durch konsequente Strafverfolgung oder durch die Einschränkung von Bargeldleistungen. Inzwischen kommen viele Migranten aus anderen EU-Ländern nach Deutschland, weil hier im CDU-SPD-Land vergleichsweise paradiesische Verhältnisse herrschen. Und es kommen eben oft auch die, die sich gar nicht integrieren wollen, die vor der Polizei flüchten, die vor der Strafverfolgung flüchten und die dann Kriminalität, Drogenhandel und Gewalt in unsere Städte bringen. Das, was die CDU in Brüssel und Berlin verhandelt, ist das Gegenteil von Begrenzung oder gar von einem Ende der Zuwanderung, wie Herr Kretschmer verkündet. Es ist die Ausweitung der Zuwanderung. Und ich sage Ihnen, wir werden uns dem entgegenstellen. In den Parlamenten und auf der Straße. Und wir werden alles unternehmen, damit diese irrwitzigen Pläne niemals Wirklichkeit werden. Die Alternative für Deutschland. Ihr wird immer vorgeworfen, die Opfer der Flüchtlingsgewalt zu instrumentalisieren. Das ist falsch. Es geht darum, dass jeder aufgrund der katastrophalen Politik der Altparteien zum Opfer werden kann. Sie oder auch ich. Ich möchte jedoch in einem Land leben, in dem ich diese Angst nicht zu haben brauche. In dem ich ruhig und sicher über die Straßen und Plätze laufen kann und in dem ich mich wirklich heimisch fühle. Die steigende Kriminalität in Dresden ist beispielhaft für den Kontrollverlust der Polizei in vielen Städten Sachsens und Deutschlands. Diese neue Kriminalität ist Ausdruck politischer Handlungsunfähigkeit. Liebe Freunde, liebe Dresdner, es reicht. Wir, die Bürger, werden das nicht dulden. Wir werden uns unser Land zurückholen. Und die AfD wird 2019 in Sachsen mit ihrer Unterstützung als einzige wirkliche Bürgerpartei die Regierungsverantwortung übernehmen. Vielen Dank. Danke, Jörg. Vielen Dank.